Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich das neue Sortiments-Update von Catrice für euch testen. Ja, ich muss sagen, dieses Mal war Catrice extrem schnell. Die Produkte wurden so veröffentlicht, was rauskommt und zack, waren sie auch schon im Online-Shop bestellbar. Ich habe natürlich direkt zugeschlagen, ihr wisst, ich teste unglaublich gerne so die Drogerie-Neuheiten für euch und die Sortiments-Update und deshalb, ja, musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe mir aus fast allen Kategorien so ein bisschen was rausgesucht und testet es heute für euch. Wir starten als erstes mit dem Soft Glam Filter Fluid. Ja, als ich den gesehen habe, musste ich so ein bisschen an Charlotte Tilbury denken. Das Produkt hatte ich ja mal, habe es aber aussortiert, weil es nicht ganz so meins war und auch von der Farbe her ein Ticken zu dunkel. Und hier bin ich sehr gespannt. Kostet 7,99 €. Genau, ich habe die hellste Farbe, 002 Fair, und ich lese euch einfach mal kurz vor, was es können soll. Sanft getöntes, illuminierendes Gesichtsfluid, optischer Filtereffekt für einen weich gezeichneten, perfektionierten und strahlenden Ton. Alleine auftragen, unter dem Make-up oder drüber und gezielte Highlights zu setzen. Ich werde mir das jetzt unter dem Make-up auftragen. Oder ja, wir schauen mal, vielleicht ist es ja auch so gut pigmentiert, ja, das ist das Wort, dass ich das auch nur das Ding tragen kann, aber we will see. Hat auf jeden Fall so einen Doe-Foot-Applikator. Ich gebe mir jetzt einfach mal die Menge auf und dann sehen wir mal und blende das. Okay, also leicht getönt ist untertrieben. Das ist, hat für mich jetzt eigentlich keine wirkliche Deckkraft. Also da gebe ich auf jeden Fall Make-up drüber. Das reicht für mich einfach nicht. Ihr seht, ich habe hier meine Rötungen und die möchte ich gerne abgedeckt haben. Und das wäre jetzt auf jeden Fall zu wenig Deckkraft für mich. Aber es soll halt so einen leichten Glanz geben und den gibt es auf jeden Fall. Ja, ich zeige euch das jetzt hier oben an der Stirn nochmal. Wir machen es mal auf eine Seite. Und dann... Hier ist es drauf, hier nicht. Ihr seht, ich habe so oder so schon ein bisschen Glanz, aber hier hat man natürlich noch mal um einiges mehr. Ja, ich kann mir das auch gut so als Liquid Highlighter vorstellen. Ich swatch euch das jetzt einfach noch mal. So, so sieht es aus. Es ist die hellste Farbe und dann blenden wir das einfach mal ein bisschen aus. Und ihr seht, das gibt wirklich so einen ganz schönen natürlichen Schimmer mit rein. Also... Ja, aber ihr seht natürlich auch, dass da kaum Deckkraft dahinter ist. Ich finde es schön, so als Glow-Primer. Finde ich schön. Bin ich jetzt ein riesen Fan von so Glow-Primern? Nein, weil ich eigentlich gerne mein Make-up matt mag. Aber ich finde, es ist nicht zu doll glowy. Also mir gefällt es ganz gut. Braucht man das jetzt? Nein, weil es halt einfach so ein zusätzlicher Step nochmal ist. Ja. Ihr müsst natürlich auch darauf achten, was ihr für eine Foundation drüber gebt. Da geht dieser Glanzeffekt halt wahrscheinlich dann auch ein bisschen verloren. Aber ansonsten gebt es euch einfach über das Make-up, also ganz leichten Schimmer. Könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Wäre jetzt aber nichts, was ich mir unbedingt nachkaufen würde, weil es für mich jetzt kein so ein notwendiges Produkt ist. Ich finde aber, dass es die Haut auf jeden Fall schön glänzen lässt. Ja, so ein natürlicher Glanz halt. Und wenn ihr auf sowas steht... Und das für euch auch reicht als Deckkraft. Go for it. Wäre jetzt aber nichts, was man unbedingt braucht, finde ich. Machen wir dann weiter mit dem nächsten Produkt. Ich habe mir jetzt mal Foundation und Concealer aufgetragen, weil es da nichts Neues gab. Und zwar den Magic Shaper. Genau. Der kostet 5,49 €, ist ein Contour- und Glow-Stick. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ihr habt eben auf der einen Seite das Contour-Produkt und auf der anderen Seite das Highlight-Produkt. Ich würde jetzt das Contour-Produkt mal benutzen. Ich finde, es sieht relativ warm aus, aber we will see. Ihr wisst, ich... so. Macht ihr das auch immer noch so wie ich? ihr wisst, ich mag solche Contour-Sticks sehr gerne. Ich mag den von NYX total. Ich mag den von Fenty Beauty total, weil ich das halt einfach easy finde zum Auftragen. Aber jetzt auf der Haut, finde ich, sieht es nicht mehr so warm aus. Ja, ich bin einfach ein riesen Fan von solchen Contour-Sticks und fand es deshalb sehr interessant, als ich jetzt den hier von Catrice gesehen habe. Ich finde auch 5,49 € ist okay.
Wir müssen ja das immer ein bisschen vergleichen. Catrice ist immer ein Stückchen teurer als Essence, einfach weil es auch unterschiedliche Zielgruppen sind. Catrice ist so ein bisschen für die Erwachseneren. Und Essence, sieht man ja auch am Packaging und alles, ist schon so auf die Jugendlichen abgestimmt als Zielgruppe. Deshalb unterscheiden sich natürlich da auch die Preise ein bisschen, ne? Ich mache jetzt einmal kurz so, damit ihr das noch mal besser seht. Ich gebe noch ein bisschen auf, weil es mir ein bisschen zu wenig noch. Aber ihr seht auch, lässt sich easy peasy verblenden. Man sieht es auch hier. Ja, lässt sich wirklich schön verblenden. Wir machen noch mal ein bisschen. Ich hasse das ja, meine Haare hinter die Ohren so zu machen, aber no problemo. Ja, sehr schön von der Farbe. Auf jeden Fall lässt sich schön ausblenden. Einfache Anwendung. Das war mein Hocker wieder. Ich swatche es euch einmal. Den Highlighter werde ich nämlich nicht benutzen, weil ich ein anderes Highlighter-Produkt hier habe. Aber ich möchte es euch natürlich einmal geswatcht zeigen. Das ist das Contour-Produkt und hier haben wir den Highlighter. Ja, so ein bisschen subtiler. Geht aber von der Farbe her auf jeden Fall auch so für uns helle Käse klar. Das ist ja immer das, was ich manchmal bemängle. Ich habe hier übrigens die hellste Farbe, meine ich. Genau, 010 Light. Oft ist es so, dass so Highlighter-Produkte in so Duo-Sticks oder sowas ein Ticken zu dunkel sind. Aber der geht auf jeden Fall klar. Ihr seht auch den Ton. Er wirkt jetzt hier, finde ich, ein bisschen wärmer, als er eigentlich auf der Haut ist, weil hier finde ich ihn wirklich schön. Ich kann ihn ja jetzt mal kurz so ein bisschen ausblenden. Ihr seht auch, wie easy das mit der Hand geht, wie schön sich das verblenden lässt. Also ich finde ihn sehr, sehr schön. Wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. 5,49 € für so einen ja, Duo-Stift finde ich vollkommen okay. Ihr seht, für uns Käse geht das auch voll klar. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kommt auch jetzt nicht patchy raus. Nicht zu doll pigmentiert, sodass ihr wirklich keine Probleme habt, das auch auszublenden. Also ja, kann ich euch empfehlen. So, jetzt zeige ich euch noch ein Produkt. Machen wir erstmal wieder hier so. Das ich nicht auf dem Gesicht testen werde. Ich zeige euch das jetzt einfach mal nur geswatcht. Und zwar ist es der Melted Sun Cream Bronzer in der Farbe 020 Beach Babe. Gab es den nur in einer Farbe? Oder in zweien? Also, das ist auf jeden Fall die 020. Ich zeige euch den jetzt mal geswatcht. Ich dachte, ich hätte die hellste Farbe bestellt. Ist 020 die hellste Farbe? 020 ist tatsächlich die hellste Farbe. Ich habe es jetzt nochmal gecheckt. Wo ist die 010? Aber okay. Ich gehe jetzt einfach mal kurz mit dem Finger rein. Scheint sehr gut pigmentiert zu sein. Und den gebe ich euch jetzt einfach mal im Vergleich zu dem Contour-Produkt. Da sieht man dann schon direkt einen Unterschied. Also der ist sehr, sehr warm. Wirkt auf mich, auch wenn ich ihn jetzt weiter so ausblende, sehr orange. Nee. 4,99 € kostet der. Ich weiß nicht, das ist nicht meins. Oh Gott, der ist mir viel zu orange. Also wenn ich den jetzt auf mein Gesicht geben würde, das würde gar nicht gut aussehen. Dann bleibe ich lieber bei dem Contour-Stick. Ja, 020. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wo ist die 010? Wahrscheinlich wäre die 010 ein bisschen besser, weil der ist auch sehr dunkel so im Vergleich zu mir. Jo, der fällt für mich jetzt von der Farbe her raus, aber so von der Textur her, er ist auf jeden Fall sehr, sehr cremig. Es ist ja nun mal ein Cream-Bronzer und ja, lässt sich schön verblenden. Das habt ihr gesehen. Sehr gut pigmentiert auch, muss man sagen. Aber von der Farbe her wäre das jetzt gar nichts für mich. Dann pudern wir mal mein Gesicht ab mit dem neuen Soft Glam Filter Powder. Ich finde, das sieht unglaublich interessant aus, weil es halt so eine ja, verschiedenfarbige Marmorierung drin hat. Ich lese es euch einmal vor. Die Farbe ist 010 Beautiful You. Ton perfektionierendes Gesichtspuder. Sorgt für ein strahlendes Finish mit einem Weichzeichnereffekt. Eine ausgewogene Mischung von Farbtönen für ein gesundes Aussehen für alle Hauttöne. We will try, ne? So, kostet 5,49 €. Ich gehe jetzt einmal mit dem Pinsel so großflächig rein und sette damit mein Gesicht. Ihr wisst, ich finde gerade so, der Geruch erinnert mich an irgendwas. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, an was. So ein bisschen an den Essence Bronzer, diesen Duo Bronzer aus dem Standardsortiment. Daran erinnert er mich so ein bisschen.
Macadamia Seed Oil. Das kann sein, dass es das ist. Auf jeden Fall vom Geruch. Es riecht nach was. Falls ihr sehr sensibel auf Duftstoffe seid, ist das, glaube ich, nichts für euch. Weil es hat schon einen relativ starken Eigengeruch. Also das ist das Erste, was mir jetzt so entgegengekommen ist. So, um meine vorherigen Sätze zu beenden. Puder ist für mich so das langweiligste Produkt, was es gibt. Ich brauche es, um abzupudern, weil ich das gar nicht mag, wenn Make-up noch klebrig ist. Aber ich habe bis jetzt noch nie ein Puder entdeckt, was ich so weltbewegend fand. Sagen wir es einfach mal so. Es gibt Puder, die nicht für mich funktionieren, die meine Haut, die eh schon trocken ist, noch trockener machen. Okay, aber es gibt auch welche, die halt gut für mich funktionieren. Ich finde, das hat es auf jeden Fall so ein bisschen ausgeglichen noch. Ja, Tint-perfektionierendes würde ich unterschreiben, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eins der Puder seit einer langen Zeit, die mich mal wieder wenigstens ein bisschen begeistern, weil ich finde, das hat wirklich das Gesicht sehr, sehr gut ausgeglichen. Ich gehe jetzt einmal mit dem Finger durch. So ist es einmal geswatcht. Und hier, ja, ihr seht, es hat so ein Glow in sich. Blende mal noch ein bisschen. Ja. Bleibt auf jeden Fall so ein Glow zurück, aber nicht doll. Okay, ich muss sagen, das begeistert mich schon. Ich sage jetzt gerade noch, dass ich Puder nicht spannend finde und das finde ich wirklich schön, weil es so einen Weichzeichner-Effekt gibt. Ich finde, es macht die Haut wunderschön. Ja, das würde ich euch empfehlen. Finde ich wirklich, wirklich toll. Das erste Puder, das mich seit langem begeistert. Okay, top, schön. Machen wir gleich weiter mit einem Blush und zwar... Der kostet 4,29 €, ist einer der Air Blushes in Glow. Das ist einfach nur eine neue Farbe, die ich aber sehr spannend fand. Und zwar ist es die Farbe 040 Peach Passion. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Glowy Blush. Ich mag aber die Air Blushes sehr gerne. Ich finde die Textur toll. Ich mag die Pigmentierung. Ich finde auch das Design wunderschön. Deshalb dachte ich mir, okay, testen wir den jetzt einfach mal. Ich fand auch diesen Duo-Effekt einfach cool. Ja, ich gehe mal so mittig rein. Und setz mir den mal auf. Ja, vielleicht ist er ja nicht ganz so glowy, dann kann ich damit leben. Ich mag das nur nicht, wenn so ein Blush so glowy ist, dass es fast wie ein Highlighter ist. Das ist einfach too much für mich. Ich bin ja, wie gesagt, eher so der matte Typ. Und jetzt, wenn ich so in den Bildschirm gucke, junger Vater, das Puder hat das wirklich... Wow, könnte wirklich so ein Produkt werden. Was ich mir auf den Schminktisch so stelle und was mich begeistert. Ich finde, das hat das Gesicht so Airbrush-mäßig gemacht. Ja. Dass ich mal über ein gepresstes Puder hier so hyped bin, hätte ich auch nicht gedacht. Catrice, Chapeau. Ja, sehr schöne Farbe. Ich finde ihn auch nicht zu glowy. Ihr seht, es ist nur so ein ganz leichter Sheen. Mein Hocker heute ist auch eine Katastrophe, ne? Ich gehe jetzt einmal kurz so in der Mitte mit dem Finger durch, dass ihr den mal hier sehr, sehr schön. Ich sehe auch nur ganz, ganz leichte Schimmerreflexe drinnen. Also wirklich nicht extrem glowy. Wenn ihr einen Balm in Your Face Glowy Blush sucht, ist das nichts für euch. Aber ja, der gefällt mir. Sehr schön. Wie gesagt, die Textur von den Air Blushes mag ich eh gerne. Die Farbe finde ich schön, also auch hier einen Daumen nach oben. Und wir machen auch noch schnell den Highlighter mit. Und zwar ist das der Glow Lights Highlighter. Kostet 4,99 € und ich habe die Farbe 010 Rosy Nude. Sieht so von innen aus und ich gehe einfach mal rein. Ihr habt ja so ein bisschen so eine goldene und rosane Marmorierung hier drin. Ich gehe jetzt einfach mal so in die Mitte und setze mir den mal auf. Ich zeige euch da natürlich auch gleich noch ein Swatch dazu. Ja, ist so ein bisschen, würde ich sagen, ein natürlicheres Highlight. Jetzt kein so ein Balm-in-Your-Face-Highlighter. Bauen wir hier mal noch ein bisschen auf. Ja, ich finde ihn schön. Ist jetzt auch nicht zu dunkel, würde ich sagen. Aber ist ein natürlicherer Glow, auf jeden Fall so. Dann swatche ich euch das natürlich auch mal noch. Wo gebe ich den jetzt auf? Wir machen einfach mal hier. Hier. Ja, ist ein natürlicherer Glow, muss man sagen. Wie gesagt, ist kein Balm in Your Face Highlighter, sondern eher so ein...
Erwachsenen-Glow, wie Hattie sagen würde. Ja, ich finde ihn schön, weil ich das ja auch immer mal wieder gerne mag. Ich hatte Angst, dass er mir zu dunkel ist, aber der passt auf jeden Fall gut auch zu uns Käsen. Käsen vor allem, zu uns Käsemenschen, sagen wir es mal so. Also ja, finde ich auch ein sehr schönes Produkt. Ist halt so ein Erwachsenen-Glow. Kommen wir dann zu zwei Lidschattenpaletten, die ich bestellt habe. Einmal eine der Color Blast Paletten, die kostet 6,99 €. Das ist die Blue Meets Lime. Und dann eine ja, dieser Paletten in dem Format. Da habe ich ja auch schon ein paar zu Hause, und zwar die Cozy Earth. Die kostet 5,99 €. Also die hier ist 1 € teurer als die hier. Ich würde auf dem Auge was mit der Color Blast schminken und auf der anderen was mit der Earth. So, das ist die Blue Meets Lime. Lidschattenpalette mit 8 hochpigmentierten, matten und schimmernden Lidschatten kombiniert mit einem wasseraktivierenden Cake Liner. Mit dem dazugehörigen Eyeliner-Pinsel Wasser auf den Cake Liner geben und auf die Lider auftragen. Ich bin ja kein Cake Liner-Fan, deshalb werde ich das heute auch nicht benutzen. Vor allem bin ich kein Fan davon, wenn es mitten in einer Lidschattenpalette drin ist, weil ihr bringt natürlich hier dann Wasser rein. Oh, ich hasse das einfach, wenn ich Puderprodukte habe und ich mache irgendwo was mit Wasser da drin. Mag ich nicht, deshalb benutze ich den auch heute nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass ich ihn irgendwann vielleicht mal nehmen werde, aber ich habe ihn oder die Palette jetzt auch nicht wegen dem Cake Liner gekauft, ne? Sondern weil ich die Töne halt einfach spannend fand. So, ich würde als erstes mal in diesen Ton hier gehen. Das ist Cornflower, so ein richtig schöner blauer Ton. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, ob die Palette gut ist, weil ihr halt schon sehr so pastellmatte Töne drin habt. Und ja, das kann Catrice manchmal nicht so gut, sagen wir es so. Bin eh nicht der Riesen-Catrice-Fan, was Lidschatten angeht. Ich finde, es gibt extrem gute, aber es gibt halt auch extrem schlechte Lidschatten bei Catrice. Vorsicht, sehr pudrig, obwohl ich abgeklopft habe. Aber das ist halt einfach bei so hellen Farben so. Ich muss aber sagen, dass es mich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der blaue Ton so gut pigmentiert ist. Zum Beispiel die Reihe hier mag ich sehr gerne. Man muss halt wissen, dass es so ein bisschen subtilere Lidschatten auch sind. Was ich jetzt gar nicht schlimm finde. Es muss nicht immer Balm in Your Face sein. Aber wenn man halt von den Paletten jetzt hier erwartet, dass es so eine Glamlight-Palette ist, die bei jedem Ton dir so richtig ins Gesicht haut von der Pigmentierung, ist man da halt falsch. Das muss man halt einfach wissen. Deshalb mag ich dieses andere Format sehr gerne, weil es ein bisschen subtiler ist, was ich auch sehr schön finde. Aber sonst bin ich oft enttäuscht von Catrice Lidschatten. Ich muss auch sagen, dass mich Essence Lidschatten in letzter Zeit, gerade was Limited Editions angeht, sehr enttäuschen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ich muss aber sagen, dass der Blauton schön pigmentiert ist, auf jeden Fall. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin positiv überrascht. Das muss man ja auch ehrlich dazu sagen, ne? Ich swatch euch natürlich den Rest der Palette nachher noch. Aber was matt angeht, würde ich das jetzt auch fast schon so lassen. Und möchte gerne die Farbe Moonlit nehmen. Das ist der Ton, der so ein bisschen gröber ist von der Pigmentierung her. Formulierung, nicht Pigmentierung. Okay. Und den gebe ich mir mal aufs Lid. Eigentlich ganz schön pigmentiert. Das heißt eigentlich, er ist schön pigmentiert. Wenn ihr halt texturierte Augenlider habt, dann sind solche Töne nichts für euch. Durch das, dass die so eine grobere Textur haben, hebt das natürlich jedes Fältchen oder jede Textur auf dem Augenlid hervor. Also wenn ihr Probleme habt mit so texturierten Augenlidern, ist das nichts. Dann geht lieber in so diese feinen Schimmer. Aber ich habe damit jetzt kein Problem und finde den Ton sehr, sehr schön. So, dann würde ich mir noch die Farbe Halo nehmen. Ich brauche nur kurz einen kleinen Pinsel, wenn ich den einen finde. Hier, so. Den möchte ich mir nämlich noch in den Innenwinkel geben. Ich nehme jetzt erstmal den Shade so auf. Dann brauche ich mein Setting Spray. Und ja, dann setzen wir uns den mal in den Innenwinkel. Schön. Ja, ihr könnt ihn auf jeden Fall sehen. Ist jetzt nicht so ein Balm in Your Face Metallic, aber
ein sehr schöner Ton. Ihr seht ihn auf jeden Fall. Ja, doch, gefällt mir gut. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, doch. Bevor wir jetzt zur anderen Palette gehen, wollte ich euch hier noch schnell die Swatches zeigen. Und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Ich hätte nicht gedacht, dass die matten Töne so pigmentiert sind, weil Pastellfarben doch manchmal ein bisschen schwieriger zu machen sind. Wir haben natürlich jetzt nicht die Balm in Your Face Metallics. Trotzdem würde ich sagen, dass es eine gute Palette ist, wenn euch das Farbschema gefällt und ihr habt Bock auf so einen Cake-Liner in der Palette. Ja, ihr werdet es nicht bereuen. Ich finde sie schön. Ich finde das Farbschema sehr spannend auf jeden Fall. Sie darf noch ein bisschen in meiner Sammlung bleiben. Ich mache das ja meistens so, wenn mir was gar nicht gefällt, sortiere ich es gleich aus. Wenn mir was von der Qualität gefällt, bleibt es. Wenn ich es aber dann halt länger nicht benutze, darf es gehen. Aber die darf auf jeden Fall ein bisschen noch bleiben, weil ich gerade den und den Metallic sehr schön finde und auch die Kombi gut finde. Ja. Ist es jetzt die beste Lidschattenpalette aus der Drogerie, die ich hier getestet habe? Nein, ist es nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Ich finde sie aber eigentlich ganz gut. Dann kommen wir zur Earth oder zur The Cozy Earth Palette. 5,99 kostet die. Ist für mich schon voller purer Herbst als Farbschema. Und das ist ja jetzt nun mal das Fall-Winter-Sortiment. Also finde ich, passt die Palette perfekt. Ja, also mir gefällt sie sehr gut. Ich würde als erstes mal in diesen neutralen Braunton gehen. Und den gebe ich mir mal in der Lidfalte auf. Wie gesagt, ich mag so dieses Konzept der Paletten sehr gerne. Ich habe, glaube ich, 2 Stück davon in meiner Sammlung. Finde die auch schön, deshalb durften sie auch noch in meiner Sammlung bleiben. Ja, weil ich sie immer einfach zu verblenden finde. Ich finde die Pigmentierung auch schön, weil es ja sehr einfach ist, damit zu arbeiten, durch das, dass sie nicht so extrem pigmentiert sind. Ihr kriegt aber trotzdem einen schönen Look raus, weil ihr die Töne eben aufbauen könnt. Ja, also die mag ich sehr gerne. Ihr seht, der ist trotzdem gut pigmentiert. Ja, also mir gefallen die halt einfach, die Paletten. Ich weiß, einige von euch brauchen die Pigmentierung des Todes. Ich mag das auch sehr gerne. Ich mag es aber an manchen Tagen auch einfach so ein bisschen subtiler. Und da greife ich dann gerne zu denen. So, dann würde ich in den Grünton natürlich gehen. Sind wir ehrlich, war ja klar. Und damit dunkel ich hier am Rand ein bisschen ab. Bin immer nicht so ein Fan, wenn eine Palette keinen Spiegel hat, aber das ist halt bei denen so. Ist ja jetzt nicht tragisch. Aber es ist halt für mich einfacher zum Schminken dann hier. Ja, der ist auf jeden Fall auch schön pigmentiert. Jetzt wie gesagt auch wieder nicht so balm in your face, aber ihr seht es trotzdem. Zieh mir den auch einmal noch hier so runter. Es hat so ein richtiger Herbstlook jetzt schon, was ich damit schminke. Wenn wir mal ehrlich sind und uns das Wetter draußen angucken, ja, dann schreit das ja auch purer Herbst. Traurigerweise, ne? Es ist Anfang August und wir haben Herbstwetter, aber ja. Deutsche Sommer, sage ich dazu immer nur. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Und dann gehe ich natürlich in diesen Ton hier rein. Ihr wusstet es. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier bin ich auch auf die Swatches gespannt. Ich finde die Palette auch wunderschön und sehr spannend, weil ihr wirklich, ihr habt so Gold, ihr habt so ein warmes Braun, ihr habt diese Grüntöne. Ich finde die Palette einfach schön von der Farbe her und ich muss auch sagen, dass mir der Look sehr gut gefällt. Bevor wir jetzt die letzten 2 Produkte testen, zeige ich euch hier noch die Swatches und ich muss sagen, wenn ich euch eine Palette empfehlen müsste, ist es auf jeden Fall die. Die Color Blast fand ich gut, aber die finde ich super. Wenn ihr mit dem Finger in die Töne geht, die sind so butterweich und ihr seht auch, wie toll pigmentiert die Palette ist. Ja, Leute, die ist es. Ich finde die wunderschön. Tolles Farbschema, super Pigmentierung. Sie ist sogar noch 1 Euro günstiger als die Color Blast Palette. Ja, also die ist mein Highlight von dem Video, muss ich auf jeden Fall sagen. Doch, finde ich toll. So, dann habe ich noch einen Highlighter-Stick für 3,99 € bestellt. Das ist ein Duo-Pencil for Eye and Face. Ja, ihr habt hier 2 verschiedene Highlighter-Töne sozusagen. Ich swatch euch die jetzt einfach mal. Ja, wo mache ich das jetzt am besten? Hier. Und zwar einen Schimmer
und einen matten. Ja, kann man nicht so gut sehen. Ich mache es nochmal hier vorne. Vielleicht sieht man es dann einen Ticken besser. Das ist der Matte. Das ist der Schimmer-Highlighter-Ton. Fand ich einfach ganz cool, so den Schimmer-Highlighter-Ton für in den Innenwinkel. Ich nehme mir mal kurz meinen Spiegel. Dann können wir uns den hier noch in den Innenwinkel so ein bisschen reingeben. Ist das jetzt der Schimmer? Ja. Ihr seht, so ein bisschen subtiler oder halt unter den Augenbrauenbogen. Fand ich einfach cool. Den matten Ton, weiß ich jetzt nicht, wofür ich den benutzen würde. Vielleicht so, falls man matt unter dem Auge highlighten möchte. Ja, fand ich halt einfach eine coole Idee. Wie gesagt, damit könnt ihr euch halt ganz einfach in den Innenwinkeln Highlighter-Ton aufgeben. Jo. Und dann habe ich mir noch das Tinted Lip Oil bestellt. Fand ich halt sehr, sehr spannend. Kostet 4,29 €. Ich habe die Farbe Glow for the Show. Und farbverändertes Lippenöl färbt die Lippen leicht ein mit Kirschöl. Okay, we will try. Hat einen riesen Applikator. Riecht sehr lecker. Und das geben wir uns einfach auf. Ja, ich habe so ein bisschen die orangene Farbe genommen. So. Von der Textur her, es ist halt ein Öl, natürlich schon sehr fest, würde ich jetzt sagen. Also so ein bisschen eine dickere Textur. Ich mag es ja eigentlich lieber, wenn es so ein ganz flüssiges Produkt für die Lippen ist. Hat es jetzt wirklich eingefärbt? I don't know, das müsst ihr mir jetzt sagen. Es ist nicht klebrig, was ich sehr angenehm finde. Ich hasse es, wenn Lippenprodukte klebrig sind. Das kann ich überhaupt nicht. Ja. Finde ich sehr angenehm. Kann ich mir vorstellen, mir so in meine Handtasche zu packen. Einfach für so ein schönes Glossy-Finish. Ja, gefällt mir gut. So, ich hatte jetzt in dem Video keinen Fail dabei. Von der Farbe her ist der Creme-Bronzer nicht... Bronzer, vor allem. Heute habe ich es wieder. Der Creme-Bronzer nicht mein Produkt. Aber von der Textur war er schön. Es war kein Produkt dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das finde ich voll kacke. Es waren ein paar Produkte dabei, die mich sehr überzeugt haben, wie zum Beispiel die Earth Lidschattenpalette. Das gepresste Puder fand ich sehr schön. Den Blush finde ich sehr schön. Den Contour Stick, der hat mir gut gefallen. Aber mein Highlight aus dem Video ist auf jeden Fall die Earth Palette. Ihr seht sie hier nochmal geswatcht. Das ist mein Highlight des Videos. Alles in allem finde ich die Produkte aus dem Sortiments-Update sehr schön. Catrice hat da auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Und ja, ich freue mich drauf, sie weiter zu benutzen und bin schon gespannt auf das Essence-Sortiment-Update. Obwohl ich sagen muss, dass in den letzten Jahren mich das Catrice-Sortiments-Update einfach mehr gecatcht hat. So, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch in die Kommentare, welches Produkt ihr am spannendsten fandet und was ihr euch vielleicht aus dem Sortiments-Update gekauft habt. Ja, abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!